Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Chapter 3 von Love and Fire. Es geht um die Produktion und das Songwriting von diesem Song. Was ihr hier gerade hört, damit hat alles angefangen. Es war in der Zeit von Let the Music Play, wir haben die erste Staffel abgedreht. Und ich habe mich öfters im Proberaum angeschlossen und zum Komponieren abends. Und dieses Lick ist mir immer wieder gekommen. Und das ist meistens ein gutes Zeichen, dass man dranbleiben sollte an so etwas. Und was macht man dann? Man nimmt sein Handy in die Hand, macht ein paar Sprachmemos, macht ein paar Melodien, Textzeilen und entwickelt so von Tag zu Tag seinen Song. Und als das dann geschehen war und ich sehr zufrieden war, habe ich meinen Kollegen und Produzenten, Freund angerufen, Tommy Baldu, und habe ihm davon berichtet. Und wir haben uns getroffen bei ihm im Studio und er hat ein wunderbares altes Upright-Piano, nicht so was hochglanzpoliertes hier, wie ich habe. Aber es hat alles einen Charakter und sein Piano hat auch einen wunderbaren Charakter. Ich habe mich hingesetzt und habe das gespielt und der Sound hat sofort gepasst. Und wir haben es auch gleich aufgenommen und darum hat sich alles Weitere sozusagen ergeben. Darauf haben wir aufgebaut. Und ich bin sehr dankbar, Tommy an meiner Seite zu haben. Was macht ein guter Produzent aus? Ich glaube, letztlich macht es das aus, natürlich, dass ein guter Produzent Hits bringt, aber vielmehr finde ich, dass er etwas in dir sieht und auch findet, von dem du vielleicht noch gar nicht wusstest, dass es in dir schlummert. Und bei mir war das wirklich der Fall. Ich habe durch seine freie und weltoffene Art mich selbst auch öffnen können in textlicher Art und Natur und auch im Songwriting. Und ich finde, das Ganze hat es auf ein neues Level gebracht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe euch ein, zwei Bilder noch hier im Anschluss angehängt über seine Studiohöhle. Dann sieht man auch ein bisschen, wie das dort ausschaut. Ja, das war's auch schon mit diesem Chapter. Nächste Woche ist Release und da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich jetzt viel Spannung erzeugt, hoffe ich von vornherein. Und dann könnt ihr euch davon überzeugen, wie der Song geworden ist. Und auf diesem Wege nochmal euch ein gutes neues Jahr 2022. Wir sind, glaube ich, noch mittendrin in dieser Corona-Sache, aber wir müssen noch ein bisschen tapfer sein, würde ich vorschlagen. Wir machen einen Deal. Wir arbeiten hier im Studio weiter und machen schöne Songs und machen Videos für euch. Und ihr kommt dann, wenn es wieder soweit ist, wieder auf Live-Konzerte, raus aus der Couch und raus ins Leben. Da freuen wir uns sehr drauf. Und bis dahin, bis nächste Woche auf jeden Fall zum Release von Love and Fire. Macht's gut.